Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Runde Total Warhammer World Cup Weltmeisterschafts-Action im Viertelfinale. Ungefähr, ich glaube, 1000 Spieler haben mitgemacht. Nach drei K.O.-Runden sind wir nun, nach drei Gruppenrunden sind wir in der K.O.-Phase mit 64 Spielern gestartet. Und davon sind nun nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler übrig im Viertelfinale. Und davon wollen wir, die sehen wir hier, Lotus Moon gegen Newport, Gladden gegen Alpha Dino, Samurai gegen Evenstar, Showtime gegen Karl Hardman. Die meisten davon haben wir bereits gecastet. Lotus G und Newport, dabei ist Lotus weiter, Samurai gegen Evenstar. Evenstar ist raus, Lotus unser Favorit, deswegen jetzt im Halbfinale. Heute sehen wir Showtime gegen Karl Hardman. Bin gespannt, die zwei Spieler sind mir noch nicht ganz so bekannt, aber Karl Hardman hat immerhin Saphir besiegt, also ist er auf jeden Fall richtig gut, Showtime bestimmt auch, weil sonst kommt ihr da hier nicht ins Viertelfinale. Das einzige Spiel, was da noch offen wäre, ist Krabbling gegen Alfred Dino. Da gab es, soweit ich weiß, allerdings, als es gespielt worden ist, Beanstandungen und da wird mindestens ein Spiel wiederholt, also ob wie es hier ausgeht, werden wir ja auf jeden Fall noch erfahren und bald kommt das Halbfinale. Es wird immer spannender und ich hoffe, ihr seid immer noch heftig und freudig dabei in diesem Warhammer World Cup. Und vergesst nicht, eure Kommentare zu hinterlassen, um mich zu beglücken. Toshimoto hat den Begriff Hamster-Beglückungskommentar erfunden. Dieses lange Wort gefällt mir. Vielleicht könnt ihr noch ein längeres erfinden. Mich würde es auf jeden Fall freuen, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. So, aber genug geredet. Es stehen uns mal wieder einige Spiele bevor. Und es gibt zwar immer noch kein Overlay. Das Overlay kriege ich dann nur im Stream hin mit OBS. Da ist das gar kein Problem. Karl Hardman gegen Showtime. Showtime, das sind doch mal Namen, beide vom selben kompetitiven Clan, damit ihr mal wisst, wie es gerade steht. Ich kann nicht dafür garantieren, dass ich die Namen nicht total durcheinander bringen werde im Verlauf. Oh, Grünhäute gegen Grünhäute. Na, das ist ja mal ein Matchup, das interessant werden kann. Wir werden sehen, mit was uns diese zwei Parteien beglücken. Interessant zu sehen, dass niemand, keine der Seiten, ein einziges Regiment Trolle dabei hat, sondern unfassbar viele Spinnen und unfassbar viele Wolfsreiter, die auch instantan aufeinander zustürmen, wobei Seite Rot, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher dieser Spieler es war, ein kleines bisschen früher reagiert hat und bereits die anderen seitigen Spinnen und Kavallerieeinheiten am Angreifen ist. Puh, also unglaublich großer Kavallerie und beweglicher Kampf, den wir hier sehen werden. Kleiner Vorteil für Rot, aber natürlich noch lange nichts entschieden. Vor allem, weil Grün sehr viel mehr Plänkler dabei hat. Rot, ehrlich gesagt, mehr leichte Angriffskavallerie. Ansonsten sehen wir haufenweise Wildorg-Moschers auf der Seite Grün mit Skarsnik, mit den unbrechbaren Goblins und einem Ork-Schamanen. Mit Jetzt geht's los und im Hirnberst. Und auf der anderen Seite sehen wir weniger Plänkel, dafür mehr bewegliche Kavallerie, auch haufenweise Wildorg-Moschers. Auch unbrechbare Nachtgoblins, natürlich. Immerhin Rockgroups räudige Räuber für den rüstungsdurchdringenden Schaden. Und grommenden Fetzer, Goblin-Gargboss und die riesen Flusstrollhexe. Aber mit anderen Zaubersprüchen. Finsternis der Verzweiflung und dem Antlitz des Schnitters. Eine Kombination, die dafür sorgen kann, also ich würde wahrscheinlich auch so fliehen, Führerschaft zu reduzieren und dann unter Umständen Entsetzen zu verursachen, um die Grünhäutlinie früher in die Flucht zu treiben. Das könnte hier in diesem Matchup funktionieren. Wir sind gespannt, oder ich jedenfalls. Lassen wir es uns gut gehen und draußen wird das Wetter übrigens auch wieder gut. Das macht direkt wieder gute Stimmung und auch diese Grünhäute haben gute Stimmung und schlachten sich gegenseitig ab. Eine Beschäftigung, deren Grünhäute häufig und gerne frönen. Ihr wisst ja, je mehr ein Grünhaut-Ork oder wahrscheinlich auch ein Goblin von die richtigen Orks, solange die kämpfen, je mehr sie kämpfen, desto größer und schwarzer werden sie interessanterweise. Erster Hirn, erster Boom. Schaden war gar nicht mal so übel. Rote Seite deutlich aggressiver als Grün. Ergibt auch Sinn, da hier viel weniger Plänkler vorhanden sind. Ach, war da fantastisch. Grün und Rot gegen Grün und Rot. Ihr wisst, die sind in roter Farbe eingemalt, weil bei den grünen Häuten der Glaube vorhanden ist, dass Rot
einfach schneller ist. Und da in dieser Welt das, was man glaubt, tatsächlich Wirklichkeit wird, was bei uns ein bisschen schwieriger ist, ist es auch so. Obwohl sie, glaube ich, nicht so eine hohe Geschwindigkeit haben. 37. Immerhin, grüne Frontlinie zieht sich zurück in der Hoffnung, mehr und so viel wie möglich Schaden mit den Planktern zu machen, bevor es zu spät ist. Bevor es zu spät ist, beziehungsweise sie ziehen sich auch hier auf den Hügel zurück, kriegen sie ein bisschen einen Höhenvorteil, falls sie anfangen, hier zu kämpfen. Aber noch hat der Kampf nicht begonnen. Viel weiter können sie sich nicht zurückziehen. Wenn die Grünen heute, die grünen Grünen heute sich zu weit zurückziehen, kommt irgendwann der Punkt, an dem sie bei der ersten Flucht direkt vom Schlachtfeld fliehen, was natürlich hier mit der Riesenflusstrollhexe, die Angst und Entsetzen verursacht für die rote Seite, schon eine recht gute Sache ist. Kein Kampf für die Grünen heute. Unglaublich. Aber die ersten sind jetzt hier eingefangen worden. Grün weiß natürlich, dass er den Kampf so lange wie möglich hinauszögern muss, damit seine Fernkämpfer unterstützen können. Und sie haben es fast geschafft. Er hat es auf der linken Flanke beinahe geschafft, die gegnerischen beweglichen Einheiten zum großen Teil zu vertreiben. Aber es sind noch einige übrig. Spinnreiter verjagen einige die letzte Spinnreiter der Waldkommis auf der anderen Seite. Und viel weiter zurück können die grünen Grün heute nicht mehr flüchten. Und ich schätze, jetzt geht's los, oder? Kräfteverhältnis ist immer noch relativ ausgeglichen. Grom der Fetzer gebunden im Kampf gegen Skarsnik, beziehungsweise Skarsnik gebunden im Kampf gegen Grom und den Goblin Galkos, der mit müssen abgestochen werden. Skarsnik gerade heftigst debufft. Und ich glaube, mal sehen, ob er noch rauskommen würde. Auf jeden Fall in nicht sehr gute Gesundheit. Fermentierte Pilze auf Grommeln Fettsack bringt in diesem Moment natürlich absolut gar nichts, weil er will ja nur in den Nahkampf gehen und er ist sowieso schon im Kampf gegen Skarsnik. Das heißt, er bleibt nur hier drin und Skarsnik ist tot und ich glaube, das ist der Sieg für die rote Seite beinahe schon. Also ganz schön großer Fehler mal nach für die Seite Rot. Wir sehen auch einen Haufen Gobbos, die gerade durch die Wildorgen-Moscher-Linie sich bewegt und verschwinden hat gerade so. Keine Ahnung. Finsternis der Verzweiflung wird gecastet auf die grüne Seite. Ist das dort Doppelcast? Schauen wir mal. Wir haben einmal das Finsternis der Verzweiflung und irgendjemand hat bestimmt auch den entsetzten Skill bekommen, oder? Genau hier. Antlitz des Schnitzers in Kombination mit Finsternis der Verzweiflung sorgt dafür, dass immerhin schon ein Wildhog-Moscher-Regiment flüchtet. Allerdings sind hier auf der anderen Seite 8 Giffelspinners, die unbrechbar sind. Andere Grünen heute hier ebenfalls noch betroffen, ebenfalls auf der Flucht. Und sieht so aus, als geht der Plan mit Antlitz des Schnitzers sowie der Finsternis der Verzweiflung sehr, sehr gut aus. Auf der grünen Seite, der grünen Grünhautseite, fliehen alle Grünen heute gerade. Und jeden Moment laufen sie übers Schlachtfeld. Mal sehen, ob sie noch zurückkommen. Oder ob sie ihre Existenz und Kontinuität aufgeben werden. Die Antwort lautet, schwupp, sie sind futsch. Sie sind futsch. Aber ehrlich gesagt, trotz dieser schönen Aktion mit dem Antlitz des Schlitzers und der Verlust von Skarsnik, geht es der grünen Seite jetzt auch nicht unbedingt ganz furchtbar. Sie haben immer noch eine ganze Menge Plänkle übrig. Aber die haben kaum noch Munition. Die Frage ist, wie wollen sie denn damit Grom den Fettsack und die Riesenflusstrollhexe und den Goblin Garkboss kaputt machen? Ich glaube, in Kombination ist das so heftig, dass ohne Fernkampfangriff da nichts mehr möglich ist. Und das Kräfteverhältnis ist innerhalb kürzester Zeit umgeschlagen. Und damit geht Rot, mal sehen, welcher der Spieler es war, in Führung. Karl Hamann, der auch schon unseren anderen Geheimfavoriten oder meinen Geheimfavoriten Saphir rausgehauen hat, geht 1:0 in Führung. Ja, Karl Hamann, 1:0 im Mirror Match. Ja, gut funktioniert, Angst und Entsetzen verbreitet. Auch gegen Trolle wäre das eine gute Kombination gewesen, da die ja sehr geringe Führerschaft haben. Kann sagen, wäre es vielleicht interessanter gewesen, mit vielen Ork-Jungs in die Schlacht zu ziehen. Ich denke mal, gerade wenn man gegen andere Grünen heute kämpft, ist diese Kombo Wildorks, Wildorg-Moschers schon eine ganz gute Wahl, weil sie machen Schaden gegen große Einheiten, gegen leicht gepanzerte Einheiten. Das Einzige, was hier so der richtig geile Kombo gewesen wäre, wären wahrscheinlich ein Haufen Schwarzorks. Die wären kaum kaputt bekommen. Die hätten die wahrscheinlich kaum kaputt bekommen, die gegnerische Seite, egal wer sie mitgenommen hätte. Nun ja,
Zweite Runde, meine hochwerten Zuschauerinnen und Zuschauer. Es geht mit Showtime, die Gruftkönige, Gruftkönige mitnimmt in den Kampf gegen Karl Hamans Echsenmenschen. 1:0 für Karl Haman, mal sehen, ob Showtime zurückkommt. Karl Haman mit einer Echsenmenschenarmee, die jetzt relativ normal ist, meiner Meinung nach. Wir haben zweimal Chamäleons Kings, vielleicht ein bisschen wenige Chamäleons Kings, sehr viele Tyrannon-Reiter. Das ist heutzutage schon Standard, seitdem die Bömpchen ein bisschen gebufft worden sind. Die hauen ein gegnerisches Regiment ganz gut kaputt. Deswegen auf jeden Fall immer eine gute Sache, die mitzunehmen. Einige Saurus-Krieger, einige Skinks und außerdem noch einen Windpriester, ne, Himmelspriester heißt der, mit dem Windstoß. Auch der hilft ungemein, um die gegnerischen Skelettformationen stark und schnell zu dezimieren. Eine Manticore-Beschwörung und einen Krog-Garm. Das war's ja auch schon. Auf der anderen Seite sehen wir 3-4-mal Skelettbogenreiter. Ärgerlich und nervig, auf jeden Fall exzellent und wichtig, um die gegnerischen Tyrannon-Reiter und einige sogar mit Feueregelbolas ausgestattet hier, zu kontern. Ansonsten wird es echt schwierig für die Gruftkönige gegen so Tyrannons zu bestehen. Zusammen mit den Auserwählten der Götter und den Normanus-Shapti, also die Tyrannons sind unter Umständen ziemlich schnell kaputt. Und sogar Streitwagen, oho, oh, und sogar Streitwagen-Overkill, richtig viele davon dabei. Und ein Gruftkönig wieder, super günstiger Gruftkönig auf Chemische Kriegsphinx. Und wo ist eigentlich der Zauberer? Ist kein Zauberer dabei? Doch, Priester des Todes mit Seelenraub. Und das war's. Kein fancy Stuff mit den Gruftkönigen. Zugegebenermaßen ist ihre Magie jetzt auch nicht die super genialste. Wenn man ihre eigene mitnimmt, also Seelenraub drauf, warum nicht? Vor allem, weil er, wie man sehen kann, selbst auf hoher Entfernung, wenn man ihn overcastet, kostet er, glaube ich, 8 Magie. Also ich glaube 3 Magie mehr als normalerweise auf diese starken Elite-Regimenter mit wenigen Modellen direkt Schaden machen kann. Ein Seelenraub, ein Drittel der Lebensenergie weg, nochmal einen davon, der irgendwie spätestens in einer Minute wieder gecastet wird. Und auf einmal ist das halbe Elite-Regiment Parfuangs Reiter kaputt. Und das lohnt sich dann schon, das tut echt weh für diese Russe, wenn sie dieses Regiment fast schon verlieren. Und das würde wahrscheinlich auch genau so passieren. Ansonsten haben die Skelettis, die Skellies, ganz viele Skelette dabei, was auch so zu erwarten ist. Und die Linie wird weggerissen. Die Frage wird sein, können die Streitwagen die gegnerischen Saurier überrennen? Und die Antwort lautet, ja. Also das sind zwar, die gehören zwar zu den schwächsten Streitwagen, die es im Spiel gibt, die Skelettstreitwagen, weil sie niedrige Panzerung haben und nicht so hohe Angriffsboni wie andere, aber... Oh. Krog-Garr, erste Aktion auf dem gegnerischen Gruftkönig, Riesenschaden gemacht. Das tut weh, wir sehen einen weiteren Seelenraub. Interessanterweise hat der Seelenraub diesmal das Ziel gewechselt. Das zweite Tyrannon-Reiter-Regiment wurde diesmal fokussiert. Hätte ich persönlich, glaube ich, nicht gemacht. Ich hätte lieber versucht, erstmal das eine Regiment vollkommen auszuschalten oder wenigstens zur Hälfte zu besiegen. Vor allem, weil das Elite-Regiment gewesen ist. Hier wieder Karl Harman mit seinen Echsen zieht sich zurück, möchte seine Plänkler Überlegenheit und seine Ushaptis so lange wie möglich nutzen. Nein, er weiß natürlich, dass er hier im Nahkampf gegen die Saurusse absolut nicht bestehen kann. Krog-Garr hat keine Lust mehr auf die Ushapti. Die auserwählte Götter möchte sie verjagen. Mal sehen, es gab die ersten Bomben werden abgeworfen. Richtig viel Schaden bei den Skelettkriegern gemacht, aber ich habe auch schon deutlich bessere Bomben gesehen. Und da kommt der nächste Seelenraub. Also es ist fast schon offensichtlich Absicht, dass er seinen Seelenraub die ganze Zeit aufteilt auf unterschiedliche Tyrannon-Regimenter. Ja, hier auf der linken Seite können die Streitwagen noch relativ ungestört durch die gegnerischen Linien fahren. Sie haben den Vorteil in diesem Matchup, dass die Echsen so gut wie gar keine eigene Kavallerie haben und nur Krog-Garr als einziges richtiges anti-große Regiment. Skinks haben sowieso keine Chance, da könnt ihr echt problemlos mit nekrastischen Reitern reinchargen und die Skinks werden in kürzester Zeit flüchten. Genau das sehen wir auch. Ein Streitwagen wurde hier aufgehalten und auch Krog-Garr wird gerade aufgehalten von den nekrastischen Reitern. Das bringt sie auf jeden Fall in eine Bredouille, aber er kauft sich, die Gruftkönige kaufen sich hier Zeit, um mit den Auserwählten der Götter zu entkommen. Aber so richtig gut hat es bisher nicht geklappt. Krog-Garr ist direkt da, haut drauf. Und steht der Ushapti wieder auf. Ja, lautet da. Aber die Gruftkönige sind richtig unter Druck.
Bei den Saurussen haben zwar die Pterodons und die Skinks Schaden genommen, auch ein Saurus-Regiment ist schon mal weg. Aber auch die Frontlinie der Skelette hat gelitten, kaum noch normale Skelettinfanterie da, nee, krassischen Reiter ziemlich beschädigt. Einige Streitwagen sind schon vernichtet. Hier zerfällt gerade nochmal ein gegnerisches Skelettregiment. Was sehen wir jetzt gerade hier gleich für einen Spruch? Naja, das ist die Mantikor-Beschwörung. Und die Skelette werden ordentlich überrannt, meiner Meinung nach. Die werden ordentlich überrannt und man hat es kaum so richtig gesehen. Stück für Stück wurde, ist immer mehr von der gegnerischen Armee niedergemacht worden durch die langsam vorrückende Saurus-Krieger-Linie. Und die Pterodon-Reiter sind immer noch da. Seht ihr euch das an? Jedes Pterodon-Regiment ist noch auf dem Schlachtfeld und macht weiter Schaden. Aber die Gruftis halten immer noch durch. Krokgar ist richtig unter Druck. Er ist jeden Moment wieder zerschossen. Die Taktik der Gruftkönige mit ihren Plänkler-Einheiten und Fernkämpfern sich immer schön weit vor der Frontlinie der Saurusse entfernt zu halten, hat hier ganz gut funktioniert, denn die Saurier haben selbst, wie gesagt, vorher keine Beweglichkeit außer ihre Pterodons. Die haben schon alle ihre Bömpchen runtergeworfen. Das heißt, selbst wenn sie jetzt draufgehen, ist es nicht mehr ganz so tragisch. Ein Großteil ihres Schadens haben sie bereits gemacht. Und wo ist Krokgar? Ich glaube, Krokgar ist tot. Windsprüche werden die ganze Zeit zu hoher Effizienz, glaube ich, eingesetzt. Mal schauen, wie viel Schaden wir hier haben. 306 Schadenswert. Jetzt schon Grenzen. Habe ich fast mehr erwartet. Das Kräfteverhältnis ist wieder ziemlich ausgeglichen. Und der Gruftkönig ist möglicherweise der nächste General, der jeden Moment das Zeitliche segnet. Chameleons Kings haben sich ihm angenommen, werden allerdings abgeblockt durch Skelett-Bogenreiter. Obwohl man sagen muss, Kings sollten in diesem Kampf gewinnen, wenn noch mehr von diesen Skinks übrig gewesen wären. Puh. Mal sehen, wir haben noch einige Saurusse, aber die Saurusse haben schon selbst alle recht niedrige Führerschaften werden beschossen. Und Deushab, die sammeln, die Beschwörung gibt es ja auch noch. Und das ist das Ende. Das Kräfteverhältnis ist durch diese Schattenbeschwörung so richtig schön in die Richtung der Gruftkönige. Schon nochmal ein Regiment Skelettkrieger, ziemlich tot. Und das sollte... Ja, ich glaube nicht, dass die Echsen hier nochmal zurückkommen können. Sie haben nichts mehr, um den gegnerischen Gruftkönig auszuschalten. Ushabti leben noch, Priester des Todes lebt noch. Ein Regiment Streitwagen lebt noch. Oder können es die Echsen reißen? Die Antwort, nein. Die Antwort lautet nein. Die Taktik ist für Karl Hamann recht gut aufgegangen. Er hat das sehr gut angestellt. Mit den Streitwagen die ganze Zeit durch die gegnerische Linie fahren, Schaden machen, mit seinen Fernkämpfen sich immer weiter zurückzuziehen. Und ja, Krokgar schon ein bisschen ins Leere laufen lassen und in den Selbstmord laufen zu lassen. Ushabti und Ushabti mit auch die Auserwählten der Götter haben dann zerschossen und ich meine, das muss ich euch mal ansehen, die sind immer noch da. Die Saurus-Kriegerarmee war einfach nicht sonderlich schnell, hatte eigentlich keine so richtigen Möglichkeiten außer ihren Krokgar, um an Ushabti ranzukommen und ansonsten nur die Saurus-Krieger. Und er hatte sich irgendwie ein kleines bisschen eng zusammengepackt, aber was er auch in gewisser Weise tun musste, da die Streitwagen bei offeneren Formationen hätten alles durchfahren können. Und das Ding ist auf jeden Fall zu Ende, wir beschleunigen das. Ich glaube, diese Echsenmenschen hat verloren, weil ihnen die Beweglichkeit gefehlt hat. Sie waren kaum in der Lage, sie waren nicht schnell genug, um gegnerische Fernkämpfplänkler und gegnerische Ushabti zu kontern. Echsenreiter wären bestimmt in der Lage gewesen, die Nekrassischen weiter kaputt zu machen, aber da waren keine. Und deswegen konnte Showtime hier immer weiter ganz langsam sich von den Echsen zurückziehen und immer weiter Schaden machen. Die Streitwagen mit 1370, da war hier auch nichts dabei, um das zu kontern. Und muss man sagen, das war echt keine so mega gute Idee, meiner Meinung nach. Ups, Showtime hat das gewonnen, nicht andersrum. Und das fehlende Beweglichkeit hat die Echsen hier echt gekillt. Und so kann es gehen. So kann es gehen. Und damit steht es 1:1. Karl Hamann gegen Showtime. Wir gehen direkt in die nächste Runde. Showtime dieses Mal mit den Echsen auch gegen die Norska von Karl Hamann auf der anderen Seite. Die Echsen gehen Full Skink. Meine Güte, diesmal richtig viel Beweglichkeit.
beziehungsweise erneut viel Beweglichkeit, mega viele Skink, Chameleon, Skinkplankler, einfach super gut gegen Barbaren, gegen Hautwölfe, eigentlich gegen alles sind die super gut, diese Chameleon Skinks. Und im Hintergrund sehen wir so gut wie gar keine Kampflinie, nur ein paar Skink-Kohort mit Wurfspeeren, dafür einige Kavallerie-Regimenter, Kampfechsenreiter, Antigroß mit Speeren, Schattenflut, Feuer und Antigroß, Fernkämpfer. Und kam noch mehr Kampfechsenreiter mit Speeren, noch mehr Kampfechsenreiter mit Speeren. Dazu ein Lord Monster Mundi mit Zerstörung der Städte, Verbannung, Heilspruch, Netz und ein wildes Stegadon. Okay. Vollkommen Fernkampf ausgelegt, diese Armee, also der Echsenmenschen. Gehen vor, ziehen den Gegner hier rein und versuchen ihn dann mit der Kavallerie lokal zu überwältigen. Und die Norsca müssen gegen die Armee eigentlich zusammenhalten. Die Kavallerie vielleicht nicht ganz so aggressiv vorschicken und langsam aber sicher versuchen, die Echsen zu überrennen. Bin mal gespannt, ob das funktioniert, ob er darauf vorbereitet ist, der gute Kralhamann. Die Schattenflut wartet natürlich gierig auf jeden Block, der sich bildet. Und vor allem auf regenerierende Ziele. Auf der Seite der Norsca haben wir ein paar Wölfe, wir haben ein paar Chaos-Barbarenreiter mit Wurfechsen. Auch auf der linken Seite. Ansonsten haben wir eine Frontlinie aus Barbaren, Barbaren mit Wurfspeeren, Barbaren, 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 Rabarber, La Barba, Barbiere. Wulfric der Wanderer, einen Metallzauberer mit... Hat er dabei? Hat er den Rostfluch dabei? Er sollte eigentlich den Rostfluch dabei haben, genau. Dann machen nämlich die Wurfspeere noch viel mehr Schaden gegen hochgepanzerte Einheiten. Ja, und was ist das andere Ding? Eigene Rüstungserhöhung. Glänzender Mantel plus 60 Rüstung kannst du sogar overcasten für Effektbereich. Und das hält die Barbaren-Berserker dann auf 75 Rüstung. Und dann halten die den Kampf gegen gegnerische Sauruskrieger wahrscheinlich auch recht gut aus oder ein bisschen besser. Aber hier sind ja keine Saurusse. Insofern, tja, Jokes on him. Jokes on him. Schauen wir mal. Für die Bestien von Tashnau, die noskanischen Eiswölfe, heißt es Ruhe bewahren. Nicht vorgehen, denn sonst werden sie zerschossen. Das Problem, ja, also es muss ein ganz vorsichtiger, ein langsamer Ganzarmee-Push sein mit den Schildbarbaren. Aber die Hunde und die Plänkler der Norska dürfen selber auch nicht zu weit entfernt sein, da sie immer eingreifen müssen im richtigen Moment, damit nicht die gegnerischen Kampfechsenreiter mit Speeren irgendwo reinchargen und sich auf günstige Art und Weise an den norskanischen Infanterieeinheiten gütlich tun. Und die Schattenflut macht bereits großen Schaden an den gegnerischen, an den wilden Schlunden. Gepanzerte Hautwölfe, das heißt Feuerschaden macht ihnen nicht ganz so viel aus. Halt, Moment, das ist ja in dem Fall egal. Nur bei den Zaubersprüchen ist es interessant, ob das Feuerschaden ist oder nicht. Und genau das war zu erwarten. Die Hunde wollten eigentlich in die Skinkhorten rein, aber auf der anderen Seite hat Showtime bereits seine Kampfechsenreiter mit Speeren in den Gegenangriff geschickt. Und meine Güte, absolutes Desaster. Absolutes Desaster. Kalaman dachte, er kann sich hier einen günstigen Monster Mundi schnappen. Was hat er sich geschnappt? Nur ein Netz und einen Sack voll Pfeile und Feuerangriffe. Sehr, sehr unangenehme Situation. Immerhin hat er es geschafft, die gegnerischen Feuerechsen aufzuhalten oder wenigstens ein bisschen am Schießen zu hindern. Und Wulfric der Wanderer ist durch. Oder ist er durch? Mal sehen, was passiert. Also, wie viel Kapazität die Norska gewillt sind, hier reinzupacken. Oh, der glänzende Mantel wurde auf die wilden Schlunde gecastet mit 130 Rüstung. Nicht schlecht, bringt ihn natürlich nichts gegen die Kampfechsenreiter mit Speeren. Die haben eh rüstungsdurchdringenden Schaden, deswegen sind solche Rüstungserhöhungssprüche jetzt eh nicht so super mega geil. Interessant zu sehen, dass sich ein wildes Stegadon hier in die Linie der Norska verirrt hat, aber direkt gebunden von den wilden Schlunden, außerdem Rüstungsreduktion vom Metallzauberer, nur noch 50 Rüstung wird jetzt von den Fernkämpfern zerschossen und den Schlunden kaputt gemacht. Ich habe selten einen Stegadon gesehen, der so schnell dahin geschmolzen ist. Aua, 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 da hilft auch das Kaltblütig dann nicht mehr, es ist schon auf der Flucht. Puh, das war auf jeden Fall ein Riesenverlust, kostet glaube ich 1000 Gold oder mindestens 900 Gold kostet das wilde Stegadon. Und vielleicht war es auch eine gezielte
Opferung von den Echsenmenschen, damit die wilden Schlunde irgendwo anders hingehen und nicht weiter Druck auf die Schattenflut machen. Denn die ist auf der anderen Seite dafür noch richtig gesund und kann die wichtigen wilden Schlunde ihrerseits kaputt machen. Oh meine Güte, was ist hier passiert? Was macht denn Monster Mundi? Das könnte ein Spiel verlierende Aktion hier sein. Keine Ahnung, was Showtime gemacht hat, weil Monster Mundi steht mitten in der gegnerischen Formation, wird verfolgt von wulfigen wilden Schlunden und das Einzige, was ihn hier noch rettet, scheint sein Netzspruch zu sein. Aber auch so kommt er irgendwie nicht richtig raus. Er hängt fest, es geht nur wieder Stau auf der Autobahn. Niemand kommt voran, was für eine langweilige und langsame Geschichte. Aber die Kampfechsenreiter kommen um ihre Heldenkröte. Oh meine Güte, er ist tot. Oh meine Güte, er ist so schnell gestorben. Meine Güte, okay, das ist natürlich ziemlich heftig. Mazda Mundi, 3.500 Gold kostet der. Riesenfehler von Showtime, seinen Mazda Mundi hier zu verlieren. Keine Ahnung, das war, warum er den so nah reingecastet hat. Ich habe gesehen, er wollte Zerstörung der Städte und Verbannung in den Hintergrund casten, aber vermutlich war er ein bisschen zu weit weg, ist reingelaufen. Das währenddessen hat er woanders mal gemicromanaged und das war ein Problem. Kampf ging zwischen Skinks und Barbaren. Normalerweise verlieren die Skinks sowas, aber die Barbaren sind geschwächt. Das heißt, da könnten sie unter Umständen siegreich wegkommen. Aber es ist dann nicht vorbei. Ich muss zugeben, mit dem Verlust von Monster Mundi habe ich fast erwartet, dass es aus für die Echsen. Aber ehrlich gesagt, muss das noch überhaupt nicht der Fall sein. Die Schattenflut ist noch da. Chameleon-Skinks sind noch dabei. Barbarenführerschaft sieht auch nicht mehr so mega gut aus. Und die Echsen haben immer noch eine ganze Menge Alpha-Strike-Kapazität mit ihrer Kavallerie. Aber ich glaube trotzdem, dass die Norska das zu diesem Zeitpunkt jetzt gewinnen werden. Absolut katastrophale Aktion meiner Meinung nach von Showtime. Erst das Stegadon irgendwie ganz alleine in die Norska reinzuwerfen und im Anschluss Monster Mundi irgendwie ganz alleine in die Norska reinzuwerfen. Das war möglicherweise Teil seiner Strategie, um seinen Plänkler Zeit zu erkaufen, aber es hat nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Was hier mit den Barbaren-Berserkern? Ja, laufen den Chameleon-Skinks hinterher. Werden sie nie kriegen. Durch das Gift haben sie nur noch 29 Geschwindigkeit. Skinks laufen den mit 48 vollkommen problemlos weg. Ja, ich meine, jetzt ist noch Wulfric der Wanderer. Ich sehe nicht, wie die Echsen Wulfric den Wanderer. Obwohl, ja, die Schattenflut ist noch da. Mal sehen, vielleicht überrascht uns Kalamann und kommt hier, ja, beziehungsweise Showtime mit seinen Echsen und kommt nochmal zurück in dieser dritten Runde. Ja, und jetzt seht ihr mal, wie stark diese Skinks sind. Zwei Regimenter sind ihnen hinterhergelaufen, Barbaren und Barbaren-Berserker. Die einen mit Schilde, die anderen ohne. Boom! Dein Schild ist nutzlos gegen unsere Spuckpfeile. Oh Mann. Eigentlich sollten die ja gar keinen Schaden machen gegen so Einheiten wie Chaoskrieger oder sowas, aber oh, die zerschießen einfach alles. Und das Kräftefeld, es wird immer unausgeglichener. Sobald die Chameleon-Skinks keine Munition mehr haben, werden die Echsen fliehen. Und das ist zu viel. Vor allem im Hintergrund gibt es noch die wilden Schlunde, die regenerieren gerade fröhlich frisch vor sich hin. Wir haben ja gesehen, manchmal bestehen die Taktiken von Spielern auch daraus, einfach nur sich irgendwo hinten hinzustellen und zu warten, bis ihre Einheiten regeneriert sind. Und das hilft hier natürlich auch. Chameleon-Skinks sind fast ohne Munition mehr und ich glaube, sobald die Munition aus ist, wird das Kräfteverhältnis so zusammenbrechen, dass die Echsen vielleicht schon instantan fliehen. Oder auch nicht? Nein? Die sind noch nicht geflohen. Kann auch nichts passieren, oder? Ja, die Echsen gehen in den finalen Angriff über. Werden sie die Norska besiegen können? Die Antwort lautet voraussichtlich nein, aber man muss auch sagen, die Chameleon-Skinks sind immer noch relativ gesund. Sie haben 700 Schadenswert gemacht, ohne dass sie überhaupt im Nahkampf gewesen sind. Und dann können sie auch noch in den Nahkampf. Aber sie sind halt nicht die besten Kämpfer, jedenfalls nicht, wenn sie alleine da sind. Und es müsste... Ja? Wird es das Ende sein für die Echsen? Ja, es wird das Ende sein für die Echsen. Entsetzen setzt ein. Wulfric der Wanderer ist unbrechbar.
in Gegenwart dieser kaum vorhandenen Echsenarmee. Und ja, an sich interessante Plänkler-Aktion. Ich schätze, Showtime hat seine einzige Chance gesehen, irgendwie den gegnerischen Vorsturm aufzuhalten, indem er seine zwei teuren Single Entities, Wilde Stegadon und Monster Mundi, reinschickt. Hat sich, glaube ich, nicht so gelohnt. Die Chameleon-Skins waren wie immer extrem gut und ja, es war keine extrem ausgeglichene Armee, die Showtime hier mitgebracht hat. Meiner Meinung nach verdient in diese Niederlage reingeschlittert, vor allem wegen diesen zwei riesigen Fehler. Ich denke, wenn Monster Mundi und das Wilde Stegadon vielleicht nicht so weggeschmissen worden wären, es war am Ende jetzt auch nicht so unknapp, neues Wort. Also ich glaube, ohne die zwei Fehler hätten die Echsen das auf jeden Fall noch gewinnen können. Oh meine Güte, Waldelfen gegen Waldelfen. Oh, oh, so viele Mirror-Matches in letzter Zeit, aber ich kann es gut verstehen, wenn euer Gegner mit dem Schwestern Plänkel-Gedöns kommt und ihr könnt nicht selbst mit Schwestern Plänkel-Gedöns kontern. Ja, was macht ihr dann? Letztes Mal, als wir Waldelfen gegen Waldelfen gesehen haben, hatten wir eine unfassbare Vorhutschlacht, in der beide Armeen direkt ineinander gespawnt sind. Dieses Mal ist es nicht der Fall. Ich habe schon wieder vergessen, wer ist. Das tut mir echt leid, aber Karl Hamann hat auf jeden Fall den Vorteil. Und rote Seite kommt mit einer eher klassischen Armee, obwohl, ne, überhaupt gar nicht klassisch, ne? Vielleicht ein bisschen klassischer, klassische Waldelfen, viele Fernkämpfer und ein bisschen Infanterie, wobei man sagen muss, richtig viele Tiefwaldkundschafter mit geschwinden Pfeilen, also extra hier dabei, um unsichtbar zu bleiben und unglaublich hohen Damage-Output zu machen, auf kurze Entfernung und einige Kavallerieeinheiten. So wie Dryaden im Hintergrund, also auch was im Nahkampf, Waldfürstin, um den Gegner aufzuhalten und Irinje mit Pendel und mit Heilung. Auf der gegenüberliegenden Seite sehen wir ein etwas anderes, aber auch nicht so unterschiedliches Konzept. Mehr Fernkampfhelden, zwei Pfadschleicher, um, ja, mal sehen, den gegnerischen Magier mindestens snipen zu können und vielleicht Wildreiter. Dazu auch haufenweise Dryaden, allerdings Waldgarde anstatt Tiefwaldkundschafter. Waldgarde hat höhere Reichweite, vor allem im Vergleich zu denen mit geschwinden Pfeilen, allerdings weniger Schadensoutput als die andere Seite. Hier noch ein paar ewige Wachen, ein paar Waldreiter und eine Zauberin mit Schatten. Also beide Seiten sind mit Schattenmagie hier reingekommen. Die eine Seite hat allerdings noch Heilung. So würde ich nicht auf dem Maler sitzen, um ehrlich zu sein. Das ist, scheint mir nicht klug. Aber okay, you do you. Du weißt schon, was du machst. Oh, Locus Segen. Um Loex Segen, um jemanden zum Schleicher zu machen. Ich bin gespannt, ob sich das auszahlen wird. Wie groß ist der Reichweitenunterschied? Tiefwaldkundschaft 135 gegen 170 bei der Waldgarde. Oh mein Gott, wo ging denn dieser Schuss hin? Der ist ja ziemlich weit durch die Gegend gekreuzt. Kavalleriemäßig ist die rote Seite den Grünen überlegen. Vor allem durch die wilden Jäger des Kölnus. Bonus gegen Groß. Höhere Werte. Aber ist gut. Man kann hier wirklich meiner Meinung nach nicht viel sagen. Wir werden sehen, welche Seite besser spielt. Und die Seite, die hier besser spielt, wird das Spiel gewinnen. Ich weiß. Überraschend. Wenn ich spiele, gewinnt immer die Seite, die mehr cheest. Okay, aber ich muss zugeben, ich habe in letzter Zeit auch kaum selbst gespielt. Ich bin jetzt gerade jeden Tag eine Stunde dabei, diese World Cup Matches zu kommentieren und komm echt nicht mehr. Interessant, direkt Schleicher des Loe gecastet auf ewige Wache und den Pfadschleicher. Interessante Idee. Ich weiß jetzt nicht genau, was das hier bringen soll, aber mir soll es recht sein. Mir soll es recht sein. Ansonsten bildet sich hier vorne momentan direkt ein Kampf, Fernkampf gegen Dryaden aus. Dryaden ziemlich schwach gegen die magischen Angriffe der Tiefwaldkundschafter. Außerdem haben die wilden Jäger des Kölnus bereits angegriffen. Auf der anderen Seite werden Waldreiter vertrieben durch die Kombination von anderen Waldreitern und Speerträgern. Wilde Jäger des Kölnus selbst hohen Schaden genommen. Ich glaube nicht, dass... meine Güte, konzentriertes Feuer. Auch von Seite Grün. Wilde Jäger des Kölnus sind fast erledigt worden und möglicherweise werden sie jetzt im Anschluss noch überrannt, aber nein. Seite Grün zieht sich wieder zurück in Sicherheit, aber der Flankenangriff der roten Waldelfen ist auf jeden Fall ganz katastrophal gescheitert. Dryaden im Zentrum stürmen voran.
haben deutlich mehr Damage-Output als die grüne Seite. Die ersten Dryaden sind bereits auf der Flucht. Und es sind auch von Anfang an weniger Dryaden gewesen. Das heißt, hier müssen die Waldreiter mit ihren Speeren exzellent eingesetzt werden, um Dryaden auszuschalten. Das können sie natürlich nicht machen, wenn sie im Nahkampf sind. So viel Rüstung von 15, das reicht nicht, um im kontinuierlichen Nahkampf die Linie zu halten. Aber als Alternative hat die grüne Seite noch ihre ganzen Fernkämpfer. Was haben wir hier? Eine Entkräftung. Ziemlich effektiv. Die Entkräftung sorgt dafür, dass selbst die Wildreiter deutlich schlechtere Werte haben als die gegnerische Waldgarde. Und sie sind auf der Flucht. Sieht nicht gut aus für Rot. Das sieht nicht gut aus für Rot. Ja, aber wir wollen den Tag nicht vor den Abend loben. Aber es sieht nicht gut aus für Rot. Möglicherweise können die Tiefwaldkundschafter hier noch die gesamte grüne Armee kaputt machen, aber ich glaube es fast nicht. Die Waldreiter schnappen sich jetzt das erste Regiment gegnerische Tiefwaldkundschafter, stechen ihre eigentlich verbündeten Waldelfen ab. Weitere Dryaden, die sich ins Zentrum vorgekämpft hätten, haben der roten Seite, sind jetzt von Feinden umgeben, wurden irgendwie reingesaugt, haben keine Unterstützung bekommen, wurden von allen Seiten angegriffen und sind nun auf der Flucht. Immerhin ist hier ein, meiner Meinung nach, schon ein ordentlicher Fehler begangen worden von der grünen Seite, oder ich meine vielleicht auch kalkulierte Aktion, ein Regiment Waldreiter direkt in die gegnerischen Fernkämpfe zu schicken, wurden dann von allen Seiten zerschossen. Dasselbe wird den zweiten und dritten Waldreitern, die gerade hier reiten, vermutlich nicht passieren. Das ist auch die gegnerischen Fernkämpfer haben nicht mehr genug Munition, um sie alle kaputt zu machen. Und auf der anderen Seite, ja, Grün hat gewonnen. Grün hat gewonnen. GG. Und wer war das? Grün hat gewonnen. Showtime. Ziemlich deutlicher Sieg, meiner Meinung nach. Und es geht tatsächlich ins fünfte Match. Meine hochwerten Zuschauer haben schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ja, es fing schlecht für Kalhaman an. Er hat direkt sein teuerstes Regiment ziemlich derb verloren gehabt. Mit seinem Flankenangriff. Und ich glaube, der Plan mit seinen Tiefwaldkundschaftern war, vielleicht sich irgendwie vor einer sehr großen Sturmlinie von gegnerischen Dryaden zurückzuziehen. Die kam aber nicht. Stattdessen hat Showtime einerseits seinen Fernkampfvorteil ausgenutzt und trotzdem, obwohl er eigentlich nicht so viel starke Kavallerie hatte wie Kalhaman, hat er die gegnerische Kavallerie dann besiegt. Meiner Meinung nach, Kalhaman hatte weniger Reichweite und nicht so viele Truppen auf dem Feld. Das war im Großen und Ganzen, ich denke, das, was ihn hier wirklich gekostet hat. Und die Wallbildreiter, die sind einfach, die hätte er irgendwie in Reserve halten sollen, irgendwie anders verteidigen sollen. Sie haben sich einfach nicht gelohnt und das hat ihn dieses Spiel gekostet. Und damit geht's in die letzte und entscheidende Runde. Es steht in diesem Viertelfinale 2:2. Kalhaman gegen Showtime. Und es ist schwer zu sagen, wer hier der bessere Spieler ist. Wenn wir uns jetzt gerade Spiel Nummer 3 ansehen, hat Showtime große Fehler begangen und verloren in Spiel Nummer 2. Auf der anderen Seite Kalhaman mit seinen Echsen eigentlich eine ziemlich unangeschlechte Armee zusammengestellt und dadurch verloren. Grünhaut gegen Grünhaut war eine interessante Idee von Kalhaman dabei, die ihn dem Sieg gebracht hat. Schon recht ausgeglichen. Ich habe keine Prognose, wer hier ob siegen wird. Fehler auf beiden Seiten bisher gesehen. Und jetzt kommt auch noch ein Matchup. Hochelfen von Showtime gegen die Tiermenschen. Schon ewig nicht mehr gesehen. Was? Aber Tiermenschen gegen Hochelfen? Könnte knackig werden für die Tiermenschen, meiner Meinung nach. Da die ziemlich anfällig dagegen sind, durch gegnerische Drachenprinzen niedergecharged zu werden. Und die Hochelfen haben ja mittlerweile auch einen guten Konter gegen die leicht gepanzerte Einheiten der Tiermenschen, nämlich ihre Grenzläufer, 36 Nahkampfabwehr, 20% physische Resistenzbonus gegen Infanterie. Das ist schon ganz gutes Zeug. Drachenprinzen vernichten absolut jegliche Kavallerie, die Tiermenschen dabei haben können. 80 Angriffsbonus. Einfach der Wahnsinn. Dann gibt es noch einen Arkan-Phönix, der hier mit durch die Gegend fliegt, heilt sich selbst und, also wenn er Glück hat, heilt er sich, ansonsten
kann er auch tot gehen. Rettungszauber, physische Resistenz, Macht, Angst und Entsetzen und hat einen Glutsturm. Alariel, die strahlende mit der üblichen Heilungsgedönse-Geschichte. Ein paar Plänkler sind dabei. Ja, und das war's. Auf der Seite der Tiermenschen haben wir Centigors mit Wurfechsen ein paar Mal. Ihr wisst, das sind rüstungsdurchdringende Plänkler mit extrem hohen Schaden. Nehmt euch in Acht vor ihnen. Dazu sehen wir einige Gore-Herden, gut um gegnerische Kavallerie zu counterchargen und in die gegnerische Infanterie reinzuspringen. Und ansonsten haben wir noch Gore-Herden, Ungor-Speerkämpfer-Herden und einen Wildschamanen für, oh, Area of Effect Schadensprüche. Urschrei und Geziefer-Schwall, beides Sprüche, um Schaden zu machen, keine Summons, abgesehen natürlich von Morgor, dem Schattengeborenen, der gegenüber gegnerischen großen Einheiten durch Koroks Menschenreißer, den Antigros Bestigors, geschützt wird. Und es gibt noch die Söhne des Goros, die haben magische Angriffe dabei. Außerdem Beschützer des Königs für physische Resistenz, aber gerade die magischen Angriffe, die könnten hier vielleicht das notwendige Quäntchen sein, um unter anderem die Drachenprinzen zu erledigen, die 20% physische Resistenz haben, genauso wie dieser Arkane Phönix. Ohne die, was die Goroks Menschenreißer ja umgehen können, sind sie deutlich weicher, aber okay. Ich würde sagen, es ist eher schwierig mit den Tiermenschen gegen die Hochelfen zu gewinnen. Aber mal sehen. Mein Favorit, Showtime mit seinen Hochelfen. Er hat dreimal Plänkler, Bogenschützen der Eurianischen und Grenzreiter, sind vom Preis-Leistungsfeld, was ihren Fernkampfschaden angeht, nicht so mega gut. Dafür haben sie ordentliche Nahkampfwerte und man kann sie ein bisschen besser als zum Beispiel Skelettreiter einsetzen, um gegnerische Infanterie im Notfall auch zu chargen. Und die sehen auch ziemlich cool aus, muss ich sagen. Lauft und zeigt, was ihr könnt. Angst und Entsetzen wird für die Tiermenschen auf jeden Fall ebenfalls ein Problem sein. Arkana Phönix ist da absolut ideal aufgestellt. Primärziel für die Hochelfen ist es, die gegnerischen Centigors mit Wurfechsen auszuschalten, weil das die einzigen Regimenter sind, die so richtig in kürzester Zeit viel Schaden an Drachenprinzen und am Arkana Phönix machen. Der Arkanik Phönix guckt schon mal ein bisschen rum, schaut, ob hier irgendwelche versteckten Fernkämpfer da sind. Oh, der erste Angriff der Drachenprinzen, aber direkt wieder zurückgezogen aus Sorge in einen Gegenangriff der, wie heißen die Typen nochmal, vergesse ich mal, Gnargors zu laufen. Waldelfen ziehen sich zurück, sie ziehen sich den Hügel hinauf. Oh, da kommt, jetzt kommt der Angriff der Drachenprinzen und da fliegen die Tiermenschen sowas von weg. Allerdings ist der Schaden nur begrenzt gewesen und immerhin ein Drachenprinz bleibt vielleicht zurück. Oder? Nein, entkommt. Er entkommt. Koroks Menschenreißer versuchen verzweifelt die Seite zu verteidigen, bei der die Drachenprinzen reinkommen. Und die gegnerischen Grenzläufer ziehen sich immer mehr zurück. Hochelfen immer höher auf dem Hügel. Und wenn sie von da runterkommen, ist natürlich nochmal besonders gut für sie. Hochelfen haben kein großes Interesse, schnell in den Kampf zu gehen. Sie haben ja ihre Plänkler. Die Munition wollen sie mindestens zum Teil raushauen. Und da kommt der, wie auch immer, diese Zauberflamme des Azurian. Zauberspruch, Enes teuerste Regiment der Tiermenschen. Koroks Menschenreißer. Fünftel, Sechstel Schaden gemacht an diesem Regiment. Dadurch, dass es das teuerste ist, schadet das bestimmt nicht. Warum nicht? Ich meine, das dauert eine Ewigkeit, bis es sich aufgeladen hat. Wie lange braucht das eigentlich wirklich, um sich aufzuladen? 90 Sekunden, hält sich sogar in Grenzen. Oh, das war ein Gezieferschwall, glaube ich, gegen die Drachenprinzen. Allerdings daneben gecastet, ja, gegnerische Regimenter, die Kavallerie ist und sich sowieso so schnell bewegen kann. Das ist nicht gut, so einen Zauberspruch auf die zu machen. Centigors echt schon mittlerweile ziemlich stark beschädigt. Nächster Angriff der Drachenprinzen allerdings in die Gorherde und wir sehen einen Summon aktiviert. Schöne Aktion hier meiner Meinung nach von Karl Hammer mit seinen Tiermenschen. Ein Regiment Drachenprinzen ist eingefangen worden. Ohoho. Und das möchte sich Showtime nicht bieten lassen. Er will seine Drachenprinzen retten. Haut hat sofort ein zweites Regiment Drachenprinzen reingeschickt, Alariel die Strahlende und den Arkan Phönix und instantan den Stern von Avalon gecastet. Dafür weitere Gezieferschwall auf die anderen Drachenprinzen. Der Schaden war immerhin da, aber nicht unglaublich. Und auch das dritte Regiment Drachenprinzen wird in diesen Blobkampf geschickt. Und für die Hochelfen
Ist die helfende Infanterie ziemlich weit weg. Jetzt wird sich die Frage stellen, werden die Tiermenschen in der Lage sein, die Drachenprinzen ausreichend zu schädigen? Weil das könnte ein Winning Move für die Hochelfen sein, diese Beschwörung der Chaosbrut genau im richtigen Moment. Auf der anderen Seite, ein Losing Move für die Tiermenschen könnte sein, dass diese Centigors möglicherweise jeden Moment von Bogenschützen der Irianischen Grenzreiter angegriffen werden. 24 Angriffsbonus, da müssen sich die Centigors nicht verstecken, die haben selbst 32 und sie sollten lieber Counterchargen. Aber das tun sie nicht rechtzeitig. Das könnte ihr Ende sein. Wenn die weg sind, dann fehlt den Tiermenschen auf jeden Fall ziemlich viel im Kampf gegen den Arkan Phönix später. Nun gut, also was passiert hier im Blockkampf weiterhin? Die Drachenprinzen sind gebunden. Das erste Regiment flieht. Riesenvorteil, vor allem weil sie geschwächt sind, weil ihr Martial Prowess oder wie das Ding heißt, ihr Buff, wenn sie nicht fliehen, verschwindet, sobald ihre Führerschaft gebrochen ist. Und auch die Centigors mit Wurfäxten leben noch. Es wurde viel Infanterie und Kavallerie hinterhergezogen, um diese wichtigen Plänkel zu retten. Nächster Gezieferschwall, der war richtig zum Teil gut. Einige Korrupts Menschenreißer sind ebenfalls kaputt gemacht worden. Die Grenzläufe sind nun zur Verstärkung der Drachenprinzen angekommen, aber die Drachenprinzen sind schon weg. Die Hochelfen wollen es jetzt wissen, gehen mit in diesen Blobkampf rein. Es gibt jetzt zwei Kämpfe, einen auf der linken Seite, einen auf der rechten Seite. Und auf der rechten Seite haben sich die Drachenprinzen zusammen mit den Irianischen Grenzreitern getan, die gerade vor einem Waldmenschen, irgendwas in der Art, gerade weglaufen. Ja. Sieht... Oh, wir sehen den nächsten Syriens Feuersturm des arkanischen Phönix. Erneut, ja gut, hier an der Stelle hat es ehrlich gesagt nicht so viele Einheiten getroffen. Hält sich in Grenzen, was den Schaden angeht. Das größere Problem ist die immer weiter abnehmende Führerschaft von Koroks Menschenreißer und der restlichen Infanterie. Der arkane Phönix hält hier einiges aus. Regeneriert, er macht Angst und Entsetzen. Allerdings sind die Centigors mit Wurfäxten zur Stelle, um ihn zu vertreiben. Showtime weiß, dass er diesen Arkan Phönix hier nicht lange im Kampf halten kann. Interessant, Angriff mit dem Bogenschützen-Irianischen Grenzreiter direkt frontal in die Ungur-Speerkämpferherde. Im Hintergrund immer wieder Gezieferschwall. Oder ist der Urschrei, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ausgelöst, um die Drachenprinzen zu schwächen. Sehr schöner Angriff der Söhne Sigmas. Und warum sage ich Söhne Sigmas? Söhne des Goros, alles irgendwie Söhne von irgendwas. Aber extrem stark gecountercharged von einem weiteren Regiment Drachenprinzen und Anariel der Strahlenden. Und das ist ein Riesenproblem, dieses Regiment zu verlieren für die Tiermenschen. Das einzige richtig schnelle Regiment, was gegnerische Monster festhalten konnte und halbwegs gut gegen Drachenprinzen im Nahkampf bestehen konnte als Kavallerieregiment. Kräfteverhältnis interessanterweise zugunsten der Tiermenschen aus geht momentan aus. Vermutlich, weil die Drachenprinzenregimenter so geschwächt sind und eines sowieso schon ganz tot ist. Plänkler vertreiben einige gegnerische Fliehenregimenter, vor allem die Gnagnors vom Schlachtfeld, sollten sie auch tun. Die gehören auch zu den großen Gefahren für die Drachenprinzen und... Ja, führerschaftsmäßig sieht es gerade nicht mehr ganz so gut aus für die Tiermenschen. Auch die Söhne des Goros werden nicht mehr lange kämpfen, sobald die einmal im Nahkampf mit dem Arkanen Phönix sind. Gorherden geht es noch okay, jedenfalls scheinbar ist es ihnen okay, aber die Führerschaft ist momentan nur so hoch, weil Kommandant in der Nähe ist und ihre Flanken gesichert sind. Sobald der Kavallerie von allen Seiten kommt, sieht das nicht mehr so schön aus. Defensive Formation auf der Seite der Tiermenschen momentan. Sie sammeln sich. Die Hochelfen haben das Kräfteverhältnis wieder in einen ausgeglichenen Zustand bekommen. Es müsste doch eigentlich noch einen Chaosbrutenspawn geben. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, Morgul kann zweimal Chaosbruten spawnen. Nee, aber nur einmal kann er es, glaube ich, selbst aussuchen. Der andere ist automatisch. Arkaner Phönix hat versucht, die gegnerischen Centigors mit Wurfäxten auszuschalten. Söhne des Gross sind dagegen angetreten, um sie zu vernichten. Und sie machen auch ein bisschen Schaden. Arkaner Phönix watschelt taubenmäßig aus diesem Nahkampf raus. Hat keine Lust mehr. Aber die Söhne des Geross halten nicht mehr zu lange durch. Auf der anderen Seite stürmen Bogenschützen der Irianischen Grenzenreiter in gegnerische Ungur-Speerkämpfer.
Wir werden sie vermutlich niederpieksen. Die drehen sich auch um, kriegen nochmal ein bisschen Schaden ab. Zweiter Angriff von der anderen Seite. Boom! Schöner Gezieferschwall. Ja, das, ich glaube, das ist der Gezieferschwall. Der Urschweiß, das Ding, was in einem Kegel vom Caster weggeht. Der Flankenkampf sieht nicht sehr gut aus für die Tiermenschen. Zu viele Rianschen, damit meine ich zu viele Grenzläufer, die hier Schaden machen. Angst und Entsetzen kommt noch dazu. Und ich weiß nicht genau, ob die Tiermenschen hier noch genug Kapazität haben, den Phönix und Ariel kaputt zu machen. Ich vermute es fast nicht. Möglicherweise kommt jetzt hier auch der Todesstoß. Drachenprinzen, die von der Flanke angreifen. Oh, meine Güte, was ist das jetzt gerade für ein Cast? Das ist ein Dornenschild plus 22% physische Resistenz, damit 42% physische Resistenz für die Drachenprinzen. Das ist richtig, richtig geil. Der Flankenangriff sorgt für ein Brechen einer Flanke der Tiermenschen. Ja. Halten die Tiermenschen durch? Im Auge des Entsetzens, im Auge des Phönix, im Auge der Drachenprinzen? Wir werden sehen, auch bei den Hochelfen geht die Führerschaft langsam zur Neige, aber deutlich langsamer als bei den Tiermenschen. Und dieser Angriff von Alariel wird vermutlich den ersten Regimentern den Rest geben. Und das sorgt für einen Führerschaftsmalus bei allen umgebenden Regimentern. Und die Tiermenschenarmee fällt wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Und das ist meiner Meinung nach Game. Das ist das Ende für die Tiermenschen. Oh, ich habe Vermintide 2 endlich darunter geladen. Dann können wir endlich am Wochenende den neuen DLC spielen. Freue mich drauf. Ja, das ist das Ende. Das ist das Ende für die Tiermenschen. Die gesamte Armee ist gebrochen. Angst und Entsetzen hat sich mal wieder als extrem nützlich herausgestellt im Kampf gegen die Tiermenschen. Die Drachenprinzen wurden in den meisten Fällen klug eingesetzt von Showtime, außer die eine Situation, in der sie gefangen worden sind. Das hätte fast das Ende für die Hochelfen bedeutet, meiner Meinung nach. Aber, ja, was machst du mit den Tiermenschen gegen den Arkanen Phönix und Alariel? Die strahlen das. Halt eine echt schwierige Kombination. Ich meine, ihr könnt höchstens mit ziemlich vielen normalen Bogenschützen reingehen oder normale Centigors mitbringen. Die sind allerdings so weich, dass sie auch von Bogenschützen der Rianischen Grenzreiter ziemlich stark erledigt werden. Und damit ist diese Runde vorbei. Showtime gewinnt mit einem meiner Meinung nach ziemlich knappen 3:2 gegen Karl Haman. Beide Seiten hätten hier durchaus es verdient, weiterzukommen. Ich fand die Matches auf jeden Fall interessant, nicht käsig von einer Seite oder den anderen. Das letzte Matchup meiner Meinung nach auf jeden Fall unglücklich. Ich glaube nicht, dass Kalaman sich die Tiermenschen als Konter für die Hochelfen gewählt hat. Sehe ich jetzt nicht so, dass die da eine große Chance hätten. Ich denke, gegen Hochelfen wären vielleicht noch ein bisschen mehr Bestigos gut gewesen. Die hohe Rüstung hätte gegen die Grenzläufer bestanden. Rüstungsdurchdringender Schaden auch bei den Drachenprinzen Schaden gemacht. Aber das wären halt so wenige gewesen. Insofern weiß man auch nicht, ob das viel gebracht hätte. Große kritische Punkte waren der Verlust der Söhne des Goros. Und leider haben die Centigors mit Wurfäxten auch noch nicht in der Lage, so richtig viel Schaden zu machen. Es ist auch schwer, diese Phönixe und die Adler zu treffen, weil die immer so rumwackeln. Wie Epileptiker ist ziemlich unglaublich. So, und das wär's, meine hochwerten Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit sind wir mit dem Viertelfinale beinahe durch. Wie gesagt, es gibt nur noch einen Matchup. Ich weiß nicht genau, ob ich das noch kommentieren werde oder ob wir direkt ins Halbfinale springen, das glaube morgen oder übermorgen stattfinden soll. Also es geht nicht mehr lange. Das Finale steht schon fast vor der Türe. Ich hoffe, ihr freut euch. Wer ist euer Favorit? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.